Willkommen zu einem neuen Stadtgespräch Böblingen, wieder hier aus der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfing. Zu Gast ist heute Wolfgang Hermle. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herr Hermle, Sie sind Geschäftsführer der Böblinger Mineraltherme. Das ist eine Erfolgsgeschichte. Seit wann sind Sie jetzt dort Geschäftsführer? Seit Mai. Also begonnen habe ich im 1. April, da war aber mein Vorgänger Rolf Dettinger noch den April Geschäftsführer. Ich war da mal einen Monat Azubi und habe dann zum Mai übernommen. Sie kommen aus dem Metier oder wie wird man Geschäftsführer einer Therme? Ja, also manchmal wie die Jungfrau zum Kinde, könnte man sagen. Also ich war ursprünglich mal Lehrer, Sport und Erdkunde, also die geniale Kombination, um Anfang der 90er Jahre nicht in den staatlichen Schuldienst zu kommen. Und dann gab es halt so ein paar Stationen, dann noch einen kleinen Unfall, sodass ich noch ein BWL-Studium draufsatteln konnte. Und damals dann 99, 2000 war die Stelle im Fildorado als Geschäftsführer ausgeschrieben. Hatte ich mich doch zack, einfach beworben und es hat funktioniert und damals wurde ich dann Geschäftsführer Fildorado, wo ich dann 10 Jahre tätig war. Fildorado ist ja aber was ganz anderes. Das ist ja so ein Erlebnis-Familienbad. Die Therme ist ja eher so was zum Erholen, Entspannen, Ausspannen. Wir kommen nachher natürlich noch mal drauf. Wie ist da der Unterschied? Also nach den 10 Jahren in Filderstadt im Fildorado hatte ich, sage ich immer so flapsig, ein unmoralisches Angebot aus Osnabrück bekommen. Und in Osnabrück hatte ich mehrere Bäder in der Verantwortung. Unter anderem Therme wäre jetzt übertrieben und das Schinkelbad, was Thermencharakter hat, viel kleiner als die Therme. Aber von daher hatte ich dort auch mal die Erfahrung eben mit einem anderen Publikum, anderem Angebot, wo Gesundheit. Es war in das Schinkelbad war das Gesundheitsbad in Osnabrück nicht mit so tollem Mineralwasser wie wir hier haben, sondern halt dann mit Sole angeboten. Und von daher konnte ich damals dieses spezielle Metier einer Therme kennenlernen. Und in Osnabrück oben haben wir auch viel Beratungsdienstleistungen gemacht, wo unter anderem dann Thermen, sei es mal mit der Technik oder in der Angebotsstruktur, wo wir also auch Dienstleistungen erbracht haben, sodass das für mich nicht ganz fremd ist. Aber sagen wir grundsätzlich von der Technik sind Bäder sich sehr, sehr ähnlich. Natürlich gibt es überall Spezifitäten. Die Zielgruppen muss man sich halt genau anschauen. Die sind dann auch wieder unterschiedlich im Vergleich jetzt zu einem Freibad, Hallenbad, Freizeitbad oder Therme. Und ich mache es jetzt schon 25 Jahre bald, dieses Geschäft. Dann, glaube ich, ist so ein Switch möglich. Was ist das Reizvolle an der Mineraltherme? Warum haben Sie gesagt, ja, das ist mein Ding, da gehe ich gerne hin? Also zum einen, Sie hatten es ja auch in der Anmoderation schon gesagt, die Therme ist eine Erfolgsgeschichte. Es gibt wirklich sehr, sehr wenig kommunale Bäderbetriebe, private ja, aber das ist ein ganz anderes Thema und Hintergrund. Aber als kommunales Bad wirklich wirtschaftlich den Erfolg zu haben, wie es die Therme bis vor Corona hatte, ist natürlich was Besonderes. Ich bin Tübinger hier aus der Region. Habe in den 90er Jahren auch mal 2 Jahre hier beim SVB gearbeitet, in dem damaligen Sportstudio, heutige Palladion. Und von daher war da die Beziehung zur Stadt Böblingen. Die Therme kannte ich auch aus der Zeit Fildorado. Als wir 2003 das alte Fildorado geschlossen, abgerissen haben, musste ich ja die Mitarbeiter auch irgendwie versorgen. Nicht, dass die mir auch bis zum letzten Tag bei der Stange blieben. Und da hatte ich auch Kollegen hier nach Böblingen vermittelt. Ich kannte Rolf schon aus der Zeit vom SVB, also Rolf Dettinger, meinen Vorgänger. Und ja, so kam es dann dazu. Das heißt, da gibt es viele enge Verbindungen. Waren Sie selber früher in der Therme als Badegast? Logisch, also als dann 2003 hier der Saunagarten aufgemacht hat, war Fildorado ja im Umbau. Ich hatte Kollegen hier, dann waren wir einfach auch mal so auf Besuch da. Oder je nachdem, wenn man, also ich war schon auch häufig in den eigenen Bädern schwimmen und auch mal in der Sauna alles. Aber wenn man dann doch mal Ruhe haben will, geht man nicht ins eigene Bad, weil da kommt, man nimmt alles anders wahr, muss schnell wohin springen, noch was weitergeben. Wenn man wirklich mal entspannen will, das macht man woanders. Und da war ich selbstverständlich ab und zu hier in der Therme. Sagt man ja auch, also das kenne ich von einem
früheren Oberbürgermeister der Stadt, der gesagt hat, ich gehe überall ins Bad und in die Sauna, aber nicht in der eigenen Stadt, weil ich da nicht nochmal die kommunalpolitischen Themen diskutieren will. Ja, das geht in die Richtung, wobei, sagen wir mal, ein Oberbürgermeister in seiner exponierten Position, da kann ich das absolut verstehen als, sagen wir mal, Geschäftsführer eines Bades. Die meisten Kunden erkennen mich nicht und vor allem, wenn ich da nackig rumrenne sowieso oder in Badekleidung. Da hat es ein Obi sicher nochmal schwieriger. Es ist eher so selber, man läuft ja dann durchs Haus. Was ich sehr gut finde, man nimmt die Kundenperspektive ein. Wenn ich mal in der Sauna auf der Bank liege, gucke ich anders mal in die Decke und in die Ritzen und da fallen einem dann schon Sachen auf, die, wenn man morgens mal einen Rundgang macht, eben nicht so wahrnehmen kann oder verharrt einfach mal eine Zeit lang. Dann kommt ein komischer Pfeifton, den man nicht wahrnimmt und solche Themen. Gut, vielen Dank bis hierher, Wolfgang Hermle, Geschäftsführer der Böblinger Mineraltherme. Meine Damen und Herren, was Sie in der Therme alles erwartet und vor allen Dingen, was dort auch künftig geplant ist, das erfahren Sie nach einer ganz kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zum Stadtgespräch Böbling, heute mit Wolfgang Hermle, er ist Geschäftsführer der Böblinger Mineraltherme. Wir haben jetzt schon so viel gehört, wir haben den Namen schon so oft gehört. Was ist das Besondere an der Mineraltherme? Was bietet sie denn? Also ich denke, das Besondere, das fängt ja auch schon mit der Entstehungsgeschichte zusammen. Die Bohrungen auf Mineralwasser in den 70er Jahren, die ja dann Anfang der 80er erfolgreich abgeschlossen wurden. Also ich glaube, dieses warme Thermalheilwasser war dann schon sozusagen die Initialzündung, hier ein Bad, eine Therme zu bauen und konsequent auf das Thema Gesundheit auszurichten. Weil wir hatten es ja auch vorher, Fildorado, da geht es sicher auch um Wellness, Entspannung, aber eben mit einem anderen Hintergrund. Und eben diese Besonderheit, damals war es ja auch noch ohne Saunaangebote, sondern wirklich nur dieses Thema Heilwasser, Bewegen im Wasser, Sanus per Aquam, wie es dann immer so schön heißt, wurde hier sehr konsequent umgesetzt. Und dann über die Zeit hat man halt festgestellt, dass diese Schwitz-, sprich Sauna- und Dampfbadangebote eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung zu dem Thema ist. Hat Rolf Dettinger, der langjährige Geschäftsführer von mir, ja auch sehr toll und konsequent, natürlich auch mit der Unterstützung der Politik, die es dazu braucht, dann umgesetzt und weiterentwickelt, sodass also die Therme heute wirklich so als Leuchtturm hier in der Region steht. Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion unter anderem im Böblinger Gemeinderat, ob man jetzt Bad Böblingen werden soll. Ist aber nie was draus geworden und wird auch heute nicht mehr verfolgt, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass es die Diskussion gab, aber in der Zeit, wo ich in den 90er mal kurz hier war, als auch jetzt, habe ich die Diskussion nicht wahrgenommen. Also könnte man ja mal überlegen, aber ich glaube, dazu sind wir doch auch zu sehr Industriestandort, als dass wir jetzt ein Kurort auf welcher Basis auch immer werden. Ich glaube, das kann sich mancher, der Böbling gut kennt, auch nur schwer vorstellen, dass eine Kurort oder Kurstadt sein sollte. Sie haben den Saunagarten schon angesprochen. Der ist ja nun in der Region, kann man schon sagen, einmalig. Warum? Also zum einen, also Saunaangebote gibt es einige in der Region, sehr angedeutet. Aber ich glaube, dieser Saunagarten, also dieser Außenbereich, und der ist also wirklich mit sehr viel Liebe, wie ich schon wahrgenommen habe, früher als Gast oder jetzt auch, wo ich Insights habe, mitbekomme, also mit sehr viel Liebe wird er gestaltet und entwickelt und gepflegt. Also dieser ganze Außenbereich wirkt halt sehr stimmig. In Ergänzung mit den Innenbereichen, auch dieser Klassik-Sauna, die es ja ergänzend dazu gibt, sodass es einfach ein insgesamt stimmiges, authentisches, rundes Bild eben abgibt. Da kann man einige Stunden verbringen. Das ist der hinterlistige Gedanke unsererseits. Und wir haben es jetzt mehrfach auch den Begriff Erfolgsgeschichte genannt. Das äußert sich ja nicht nur darin, dass viele Menschen kommen, sondern dass die Therme auch tatsächlich ihre Kosten selbst erwirtschaftet und sogar noch der Stadt etwas zurückgibt. Das ist richtig. Also das ist eben die Erfolgsgeschichte. Grundlage ist zum einen diese sehr konsequente Ausrichtung, allerdings natürlich auch die Preispolitik.
Wir versuchen von der Therme, nennen Sie immer so eine moderate Preispolitik zu machen, also nicht jetzt abgehoben. Ich nenne mal ein Beispiel wie Therme Erding, wo Sie bald unter 50 Euro nicht mehr rein können. Aber doch ein Unterschied, wenn Sie jetzt auch mit unseren Stadtwerken, die Bädern, also mit die Bädern der Daseinsvorsorge, die ja stark subventioniert sind. Ich glaube, da hat man ein gutes Maß gefunden und dann auch diese klare Zielgruppenansprache. In Summe hat dann eben zu der entsprechenden Besucherzahl geführt. Mit dem Preis in Kombination und das dann immer wieder nachjustiert, ergibt dann halt beim guten Kostenmanagement den wirtschaftlichen Erfolg. Jetzt sind Sie neuer Geschäftsführer. Was bringen Sie an Ideen noch mit? Also, wo sehen Sie die Therme vielleicht in 5 Jahren? Was wollen Sie gerne einführen und entwickeln? Ist eine gute Frage. Also ist mit meiner Aufgabe in den nächsten 5 Jahren, es nennt sich das Projekt Therme 2030, zuallererst ist, denke ich, nachvollziehbar die Technik und die Energieeffizienz. Also wir werden dieses Jahr 35 Jahre in Betrieb sein. Große Teile der technischen Anlagen sind wirklich noch aus der Anfangszeit. Da kann man wirklich nur den Hut vor allen Technikern, die in den Generationen dort gearbeitet haben, ziehen, dass die so funktioniert. Man kann sich leicht vorstellen, auch wenn immer wieder energetische Optimierungen stattgefunden haben, aber wenn die Grundlage eben 35 Jahre alt ist, dann darf man nicht erwarten, dass man das energieeffizienteste Bad hat. Also da wird mit Sicherheit ein großer Schwerpunkt drauf liegen, wie wir die Technik erneuern im Sinne der Energieeffizienz, welcher Wärmeenergieträger wir denn am Ende haben werden. Das Zweite wird natürlich aber auch sein, das Produkt Therme weiterzuentwickeln. Da sind wir jetzt ganz am Anfang. Ich will es mal, weil das ja auch eine Rolle spielt, das Team abzuholen und deren Ideen mitzunehmen, will ich nicht gar zu viel jetzt vorab erzählen. Aber es ist ja naheliegend, wenn wir das Thema Gesundheit weiter stärken wollen, werden wir an diesen Themen arbeiten. Und wer sich die Mühe macht, mal guckt, was in Osnabrück so passiert ist in der Zeit, wo ich da war, haben wir Physiotherapeuten an die Bäder angedockt. Also das könnte ich mir vorstellen. Da gibt es natürlich viele Dinge, die noch abgeprüft werden müssen. Das war Physiotherapie mit Medical Wellness, also Medical Fitness, also nicht wie jetzt im Palladion oder andere Anbieter, sondern eher ganz klar auch wieder das Gesundheitsprofil, eventuell dann noch ergänzt um so ein Bewegungsbad, wo man also wirklich Aquakurse dann durchführen könnte, sowohl wir als Therme wie auch der Physiotherapeut. Und wenn Sie dann noch so an Kältetherapien denken, wir haben ja auch die Rheuma-Liga, weil ja unser Wasser auch speziell bei Rheumaerkrankungen sehr wohltuend und einen heilenden Effekt haben soll und hat, wäre das auch noch mal eine gute Ergänzung. Ob es dann und was noch sonst so an Details dazukommt, das müssen wir jetzt dann im Team mit der ganzen Mannschaft weiterentwickeln und schauen, dass wir wieder für die nächsten 10, 15 Jahre das Produkt eben marktgerecht hinbekommen. Da wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Wolfgang Hermle, Geschäftsführer der Mineraltherme. Meine Damen und Herren, schauen Sie doch einfach mal vorbei und machen sich selbst ein Bild. Schönen Abend noch.